Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zappa Plays Dark Souls Prepare to Die Edition. Und diesmal wollen wir uns an Kalamet rechnen. An Kalamet wollen wir uns rechnen. Rächen natürlich mit Ä. Rächen. Nicht rechnen mit E, sondern rächen mit Ä wollen wir uns an Kalamet. Der hat das ja schon einmal getötet, der Sack. Und das war ziemlich unfair damals. Aber jetzt hat Gauk ihn für uns runtergeholt vom Himmel. Runterholen ist ein schönes Wort. Gauk hat ihn für uns runtergeholt. Oder Gok, oder ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Jedenfalls hat der ihn für uns runtergeholt. Und das heißt, der Kampf sollte jetzt ziemlich... Ach, guck mal. Jetzt ist da hinten eine Nebelwand, oder was? Das letzte Mal, als ich hier war, war hier keine Nebelwand. Das weiß ich hundertprozentig. Jetzt haben wir hier also eine Nebelwand, wenn wir da durchgehen wollen. Das ist allerdings interessant, dass hier eine Nebelwand erscheint, nachdem man... das mit Gao gemacht hat. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen den Drachen da drinne. Schön, da freue ich mich drauf. Dann los geht's, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Und ich finde interessant, dass wir halt, also, wir müssen jetzt halt hier noch ewig lang die Leiter runtergehen, dass die Entscheidung, die Nebelwand hier zu machen, so komisch ist. Ach, guck mal, da unten ist eine Echse. Hier so, die ist schon weg leider. Ja, die ist ja in einer Arschlochposition aufgestellt gewesen. Da kommt man ja, also wenn man das nicht vorher weiß, dann erwischt man die ja im Leben nicht. Ja, gut, dann versuchen wir es mal mit Nahkampf. Oh Gott. Okay, was steht hier noch? Vielleicht ein hilfreicher Tipp. Achtung vor dir, Hinterteil. Okay, man hört schon. Schwarzer Drache Kalamet. Und, der Kampf könnte episch werden. Episch Fail vor allem. Okay, das haben wir ihn schon mal angelockt. Hallo, Kalamet. Du hast Feuer. Uch. Autsch. Okay, du hast immer noch Wumms drauf. Okay. Ja, hahaha. Man sollte sich wahrscheinlich... Oh, oh. Ich weiß auch gar nicht, ob das, was er da macht, ob das Feuer ist. Oder ob das Magie ist, was er... Also diese Feuerattacke, die er da macht. Also, keine Ahnung. Huch, na Mann, er hat mich ja wieder volle Kanne erwischt. Ja, ja, gut, ich werde jetzt mal versuchen, näher ranzugehen. Ich werde ihn erstmal anlocken. Oh. Okay, ich würde gern versuchen, ob man ihnen... Oh Mann, er ist echt krass eigentlich. Ich würde gern versuchen, ihm den Schwanz abzuhacken eben. Die Frage ist halt, ob das erstens geht... Und zweitens, ob ich das schaffe. Und die nächste Frage ist, ich kenne das Terrain hier nicht. Also ich möchte wahrscheinlich nicht im Wasser kämpfen. Sondern hier. Okay, du Arsch. Das war ein dicker Move mit dem Schwanz. Sein Schwanz sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Speer oder sowas. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Ja, gut, der Kampf hier könnte echt ein bisschen tricky werden. Es sei denn, ich versuche das irgendwie... hast du nicht gesehen, mit Pfeil und Bogen oder so? Oder mit irgendwie einen anderen Fernkampfwaffen? Ja, ich kann den auch nicht blocken. Ich kann den nicht blocken, weil der zu krass ist. Okay, er nimmt relativ viel Schaden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, ich finde seine Fernkampfattacke ein bisschen komisch immer. Der Grund, warum ich die so komisch finde, ist, der macht die immer, wenn man so weit weg ist, dass er ehrlich selber nicht mehr trifft. Also, der müsste die ein bisschen früher starten, damit er auch mal eine Chance hat, die zu treffen irgendwie. Ja, ich habe noch nicht probiert, ob man die gut blocken kann oder nicht. Probier's jetzt einfach mal. Ja, okay, es scheint schwarzes Feuer zu sein oder so. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, dem den Schwanz abzuhacken. Es erscheint mir quasi fast unmöglich, weil ich nur an ihn rankomme, wenn er irgendwie eine Feuerattacke macht. Und dann ist auch mein erster Instinkt, wegzurennen und nicht drauf zuzulaufen. Ja, ich werde mal versuchen, wieder eine Feuerattacke von ihm zu triggern. Ach, guck mal. Ja, aber in der Zeit komme ich halt niemals hinten hin. Und er hat seinen Schwanz auch relativ oben. Das heißt... Oh, Kacke.
Was ging denn jetzt mit dem ab? Ich weiß es nicht. Hat er sich gebufft? Kann das sein, dass er sich jetzt gebufft hat? Ich habe doch keine Ahnung von sowas. Ja, irgendwie, man kommt nicht nah ran. Und wenn man nah rankommt, also wenn ich jetzt mal nah rangehe, dann versucht er wegzukommen von mir. Oder sich zu drehen, dass ich nicht an seinen Schwanz rankomme. Ja, oder er macht den Arschloch-Move, sag ich mal. Wo er mir die Hälfte des Lebens abzieht. Ja, ja, ist ja... Ist ja gut, Kumpel. Oh. Oh, Kacke. Oh, Mann. Jetzt bin ich voll in der Attacke gefangen. Ah, ist schon okay. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall direkt nochmal hinterher probieren. Ich finde, es ist ein relativ interessanter Gegner. Ich denke, dass es mal wieder ein Kampf ist, bei dem die Schwierigkeit nicht es sein wird, ihn einfach zu töten, sondern dass es extremst schwer ist, wahrscheinlich seinen Schwanz abzuhacken. So kam es mir zumindest vor. Ja, das würde ich einfach mal behaupten, dass das... Die Schwierigkeit an diesem Kampf ist, vor allem die Hauptschwierigkeit an diesem Kampf. Ja, schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall nochmal hingehen schnell und mal gucken, ob wir da irgendwas, euch da irgendwie was reißen kann. Und ich werde diesmal versuchen, die Echse zu schnappen. Auch wenn ich da nichts versprechen kann. Ich bin der schlechteste Echsenjäger der Welt, glaube ich. Und naja, wir werden sehen, ob das klappt oder nicht. Und diese Hunde hier sind getarnt. Also man sieht die sehr spät nur. Wenn man nicht weiß, dass sie da sind, dann würde man die echt mit der Umgebung verwechseln quasi. Stirb. Die sind eigentlich nur nervig. Also sie sind, das verstehe ich halt auch nicht zum Beispiel. In Dark Souls gibt es halt Gegner, die sind echt nur nervig und überhaupt nicht stark. Also zum Beispiel diese Hunde hier sind halt... ich kann verstehen, warum sie beim Ziegendämon sind. Da sind sie noch legitim stark. Aber hier, keine Ahnung, warum der hier noch existiert. Nur um den Spieler zu nerven ein bisschen, glaube ich. Weil die auch die ganze Zeit wegspringen vor Attacken und sowas. Und naja, hast du nicht gesehen, ja. Hier, ach wirklich. Hier ist eine Nebelwand, hier ist was Tolles. Schön. So, ich werde versuchen, die Echse zu machen. Die Echse, ich glaube, hier links muss man da irgendwo runterspringen. Wo ist es? Hier. Daneben, was? Was? Ach, okay, doch erwischt. Vogeltitanit und einen roten Brocken. Und die Frage ist halt jetzt, wie kommt man hier sicher nach unten hoch? Vielleicht so? Okay, was mich jetzt interessieren würde als allererstes, ja, ich kann die Leiter noch benutzen. Was passiert denn, wenn ich die Leiter benutze? Einfach nur mal so, frage ich mich gerade, ob das irgendwas bringt, wenn man dann von hier oben wenn man hier oben hingeht, ob dann der Drache abhaut oder was der Drache macht. Das interessiert mich gerade wirklich. Das ist eine relativ lange Leiter. Es könnte sein, dass er mich jetzt einfach hier runterholt, bevor ich oben ankomme. Aber das ist nicht der Fall. Der hat einfach hier ein Feuerdings hochgeschossen. Okay, ja. Ja gut, also wenn man versucht hier hochzugehen, wenn der Drache da unten ist, dann macht der Drache einen Insta-Win-Move. Sowas in der Art hätte ich mir schon gedacht, dass es gut sein könnte. Aber, das eröffnet ja vollkommen neue Möglichkeiten eigentlich. Man könnte zum Beispiel eine Jump-Attack auf den Drachen versuchen. Man muss ja quasi, vielleicht kann man den ersten Feueratem von ihm Roll-Dodgen und dann eine Jump-Attack auf ihn machen. Ich glaube, dafür ist das Terrain zu hoch. Ich denke, man muss tatsächlich in den Nahkampf gehen mit dem Ding. Pfeil und Bogen scheint nicht zu funktionieren. Zumindest scheint... Was mache ich denn hier? Warum sagt mir niemand, dass ich falsch laufe? Tja, da habt ihr... Warum könnt ihr mich nicht real-time in mein Gehirn eine Message senden, dass ich falsch langlaufe oder so? Das wäre ziemlich cool, wenn man so in Echtzeit mit anderen Leuten kommunizieren könnte, so übers Internet und Videos dabei austauschen und so. Ich würde es, glaube ich, Streaming nennen und... mit IRC-Chat oder so. Das würde ich so nennen. Streaming mit IRC-Chat. Das wäre cool, wenn es sowas geben würde. Ich weiß es nicht. So, genug dumm gelabert. Jetzt wird wieder Kalamed gemacht. Gleich, wenn die Hunde weg sind. Den habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Er ist nicht schwer, er ist nicht cool. Er ist einfach nur nervig. Und zu allem Überfluss haben die mir auch noch nichts gedroppt. Aber ich habe auch null Menschlichkeit und... Was ist eigentlich das da? Sieht das nur komisch aus? Ja. Antwort ist ja. Ja,
Ja, ich dachte mir schon, also, als ich da jetzt gerade hochgeklettert bin, die Leiter und so, ich dachte mir schon, dass Kalami dann einfach so ein Insta-Win-Move oder sowas raushauen wird. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mich jetzt nicht da oben hinstellen kann und mit den Pfeilen wegsnipern. Das wäre ein bisschen, naja. Keine Ahnung, so funktioniert es halt Dark Souls nicht. Dass man aus dem Bosskampf wegrennen kann und dann den Gegner mit Pfeilen wegsnipern oder so. So funktioniert Dark Souls einfach nicht. So ist es nicht. Also meistens zumindest. Seele, Ritter. Hier ist bestimmt auch eine Seele. Held. Ach, guck mal. Hallo, Galamed. Du hast übrigens nur ein... Du hast irgendwas Rotes in deiner Stirn. Vielleicht solltest du mal einen Arzt... Ach, Mann. Vielleicht solltest du mal einen Arzt aufsuchen oder so. Deswegen. Vielleicht ist das ja irgendwie eine Geschlechtskrankheit oder so. So. Oh. Das fand er nicht lustig. Oh. Okay, der Move ist eigentlich ziemlich schlecht, wenn er den macht, also für ihn. Oh, der Move ist ziemlich gut für ihn, wenn er den macht, weil man dann ziemlich schnell weg sein muss, sonst hat man verschissen. Ja, den Move, wenn er den oft macht, dann habe ich vielleicht tatsächlich eine Chance, ihn im Kackschwanz abzuhacken. Ich weiß nicht, wie man den triggert, also manchmal speit er einfach Feuer, manchmal macht er den Move halt. Ich wünschte, er würde öfter diesen ich fliege ran an dich Move machen. Nicht den Feuer-Move, du sollst an mich ranfliegen. Ich hätte gerne deinen Schwanz. Das war knapp. Ah, jetzt macht er wieder Feuer, aber ist mir mal Wurst. Da hinten haben wir irgendein Item drauf, den ich mal haben will. Was haben wir denn da hinten? Schauen wir das mal eben an. Gauks großer Pfeil. Ach ja. Autsch. Ich könnte mir vorstellen, dass Gauks Pfeile gegen den super effektiv sind oder so. Aber ich nehme mal an, nicht, dass man die nicht mit einem normalen Bogen abfeuern kann. Oh. Oh, Kacke. Ah, davon sollte man sich nicht treffen lassen. Das macht nämlich jedes Mal Aua. Und ich weiß auch gar nicht, das Problem, was ich bei diesem Viech habe, ich frage mich, ob das, was er ist, Feuer ist. Oder ob das, was er da macht, ob das Magie tatsächlich ist. Also... Das sieht ja so ein bisschen aus, also sieht ja nicht aus wie Feuer, so wirklich. Es ist nicht rot, Mann. Das ist, was ich sagen will. Kannst du nicht einfach nochmal diesen Move machen, wo du an mir vorbeifliegst? Weiß schon. Wo du so hochspringst und dann drauf losfliegst oder so. Aber nee, er mag seinen Feuer-Move wohl lieber. Ich wünschte, er würde diesen Anflieg-Move machen. Wünschte es wirklich, aber er macht es halt einfach nicht. Er macht immer diesen blöden Feuer-Move. Und es ist gar nicht mal so leicht, an den nahe ranzukommen. Oh. Oh, Mann. Da sollte man versuchen rauszurollen, nehme ich mal an. Ich frage mich, ob das Wasser hier das Feuer blockt. Also, ob das so funktionieren würde. Ach, guck mal, hier haben wir eine Kiste. Kann der hier reinkommen? Und blockt das Wasser das Feuer? Nee, tut's glaube ich nicht. Ja gut, dann werde ich mal wieder auf Festland gehen. Ja, macht halt echt nur seine Feuertricks. Er macht halt echt nichts anderes irgendwie. Er macht halt nur Feuer, noch mehr Feuer. Beziehungsweise magisches Feuer. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich bin auch noch so ein bisschen dabei, sein Moveset eben zu lernen. Puff. Und man hat ja eigentlich endlos viel Platz hier. Also nicht endlos, aber man hat hier sehr viel Platz. Ich glaube, ich sollte versuchen, den mit irgendwie Fernkampfattacken fertig zu machen oder so. Ja, der ist nach wie vor noch krass irgendwie. Oh. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Das hat er auch noch sehr selten gemacht, dass er so aufsteht. Das hat er, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Okay, er hat auch einen Schwanzhieb. Interessant rauszufinden, eben, was er noch so alles kann. Ah, ich dachte schon, er macht den Flugmove, aber er macht ihn halt trotzdem nicht. Ja, wir stehen eigentlich nur rum und... Das war keine gute Idee.
Okay, puh. Ja, Karl Ahmed, was ist denn los? Was ist denn los? Pumpel. Das hat er schon mal gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was das tut. Außer, dass es einen ganz komischen Sound macht. Macht das seine Attacken krasser oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, die Attacke sollst du mal öfter machen, aber du sollst mich davon nicht treffen. Damit, davon, ja. Okay, er kann auch also mit seinem Schwanz einfach runterschlagen, wenn man sich unter ihn stellt. Das war Glück. Ich glaube, der hat sich gebufft, kann das sein? Wenn er diesen Schrei gemacht hat, dass er sich da bufft. Also man sieht ja auch keine Animation oder sowas. Man kann ja normalerweise fast allen Attacken ausweichen. Interessant. Interesting. Okay, Kalamet. Schwarzer. Oh nein. Feuer. Feuer. Okay, ich werde einfach mal jetzt ein bisschen in den Nahe. Ach so, jetzt macht er. Ah, ich lasse mich wieder volle Kanne von der Attacke halt verarschen, ne? Und jetzt bin ich auch tot. Ja, schön. Ja, gut. Kalamet hat mich zweimal besiegt oder dreimal oder ich habe keine Ahnung wie oft. Jedenfalls mehr als einmal. Ah, Kalamet. Da muss ich mir echt noch was über einfallen lassen. Ich denke, am einfachsten wäre Kalamet, wenn man irgendwie einen Pfeil oder so benutzt und die ganze Zeit am Wegrollen ist oder so. Das kann ich mir echt vorstellen, dass das am einfachsten wäre. Ansonsten frage ich mich echt, wo Ola Seele ist. Und vor allem auch, ob ich dieses Gebiet verlassen kann irgendwie. Also ich meine, ich dachte eigentlich, Manus wäre hier der Endboss von dem Gebiet. Achso, ich kann das Gebiet verlassen, indem ich raus teleportiere. Aber also gibt es hier kein story-technisches Ende von dem Gebiet hier? Das ist, was ich mich noch frage. Und jetzt, wo Manus tot ist, was ich mich außerdem frage, kann man noch ganz normal in dieses Gebiet reingehen. Also wo man mal Ola Seele getötet hat, quasi die Kristallform von ihr. Alles Fragen über Fragen, die wir nicht beantworten können, weil ich keine Ahnung habe. Ja, schön. Ich werde, denke ich, beim nächsten Mal nochmal Kalamet versuchen. Ich denke, ich werde den Part hier erstmal beenden. Ja. Dann hoffe ich, das hat euch gefallen hier und ich hoffe, ich schalte natürlich beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich weiter gegen Kalamet Versuche starte. Ich denke, ich werde erstmal das Magieblockschild anbehalten. Vielleicht sollte ich auch mal das Feuerschild einfach mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wie dem auch so sei, ich werde den Part jetzt hier echt beenden. Damit sage ich tschüss.